Hallo und herzlich willkommen bei Liebste Schwester. Ich zeige euch heute, wie ihr ganz einfach und schnell so einen kleinen Weihnachtsanhänger basteln könnt. Und aus diesem Weihnachtsanhänger lässt sich auch super eine Weihnachtskarte basteln. Das ist quasi dieselbe Grundlage. Dafür braucht man gar nicht viel Sachen. Und das könnt ihr ganz schnell zu Hause machen. Wir basteln natürlich mit Stamping-Up-Produkten. Das heißt, wir fangen an und nehmen uns zuerst die Farbe Grundweiß als Papier und unser Schneidbrett. So, und von der Farbe Grundweiß schneide ich einmal quer einen Streifen von 5 cm. Das heißt, die Länge sind 21 mal 5 cm. So, und dass dann mein Anhänger nicht zu groß wird, teile ich jetzt die Länge in 10 cm. 10 und aus dem Reststück mache ich gleich noch einen zweiten, auch nochmal 10. So, das ist meine Grundlage für den Anhänger. Und dann nehme ich diese Anhängerstanze. Da kann man das einfach bis hier hinten reinschieben. Stanzen und schon gibt es einen Anhänger. So, der ist jetzt ein bisschen schief geworden. Ist nicht so schlimm, glaube ich. Okay. Für das Designerpapier habe ich hier aus der Serie Wunderbar Weihnachtlich mir einfach Papierreste genommen. Das ist nämlich auch prima, um Reste zu verarbeiten. Das sind meine ganzen Reststreifen, die ich von diversen Karten übrig habe. Ich musste einfach nur schauen, ob es dann von der Breite passt. Und für das Dreieck des Baumes nehme ich jetzt einfach meine Eisstanze, das kleine Dreieck. Wir können natürlich auch das Dreieck schneiden. Oder ihr habt eine andere Dreieckstanze. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Oder noch diese alte Baumstanze, die war auch wie so ein Dreieck. Geht genauso gut. Jetzt schneidet ihr euch einfach aus euren Resten ein paar Bäume aus. Ihr müsst jetzt nur darauf achten, wenn es das Muster in eine gewisse Richtung zeigt, dass oben die Baumspitze ist. Wenn es so ein regelmäßiges Muster ist, dann ist es natürlich egal. Das dürft ihr jetzt selber raussuchen. Und für jeden Baum brauchen wir 3 Dreiecke. Mal gucken, was bei mir nach oben liegt. Von dem Papier passen ja alle Farben zusammen, deswegen ist es eigentlich fast egal, welche Seite man vom Papier verwendet. Das Dunkle finde ich ganz toll dafür. Auch die Rückseite sieht super aus. So, genau. Jetzt brauchen wir nur mal unsere Dreiecke aussortieren. Mal ganz kurz hier ein bisschen Ordnung schaffen. So, genau. Und jetzt werden die Dreiecke ganz schlicht auf das Papier geklebt. Ihr müsst euch nur überlegen, was in welcher Reihenfolge wohin soll. Ups, hier ist einer fast im Müll gelandet. Das einfach mal grob hinlegen, wie es euch gefällt. Und dann können wir auch schon aufkleben. Wir fangen einfach von unten an und kleben den untersten einfach fest. Kann mittig sein, kann an der Seite sein. Das ist auch euch überlassen. Die werden einfach übereinander geklebt. So. Der ist ein bisschen verrutscht. Auch der Abstand, den könnt ihr auch selber bestimmen. Ob die ein bisschen breiter auseinander sollen oder eher schmaler. So, und noch der zweite. Einmal unten. Die Mitte.
schön andrücken. Dann nehmt ihr einfach eine Schere und aus irgendeinem kleinen Rest vom Papier, vielleicht in der Farbe Sahara-Sand, mache ich mir jetzt noch kleine Baumstämmchen. Dafür schneide ich hier einfach mir ein Rechteck. Das kann ja wirklich klein sein. So. Und ist auch egal, ob das jetzt quadratisch ist oder Rechteck. Einfach aus dem Rest, den ihr gerade habt, kommt hier unten noch ein kleiner Fuß hin, dass man auch erkennt, dass es ein Baum sein soll. Ein Füßchen unten dran. Und wer hat, der nimmt sich eine kleine Sternstanze oder mit der Big Shot. Und dann gibt es ja dieses tolle Metallic Folienpapier. Da kann man auch gut Reststreifen verwenden. Und da stanze ich mir jetzt hier noch zwei Sterne aus, zwei kleine. Und mit diesen Mini-Dimensionals kann man die ganz prima und ganz schnell aufkleben. Das sind diese kleinen Abstandshalter. Muss man nur schauen, dass der Abstandshalter in der Mitte klebt. So, und der kommt jetzt einfach auf die Baumspitze. Und der zweite noch. Und auch auf die Baumspitze. So. Wer gerne noch einen Spruch dazu haben möchte, dafür habe ich die Stempelfarbe Lodengrün genommen. Die ist natürlich passend zum Papier. Finde ich eigentlich ganz schön. Und mein Stempel von Herzen ist hier aus dem Set Fähnchenvielfalt da in der Mitte. Das finde ich, das passt. Vor Weihnachten, zum Nikolaus, zum Geburtstag, zu allem. So, unten ins Eck. Die klebe ich nachher noch auf die Karte auf. Zeige ich euch gleich. Dafür brauchen wir nachher nochmal den Stempel. Was wir jetzt erstmal noch brauchen, ist ein Rest Goldband, wenn ihr habt. Jetzt müssen wir mal schauen, wo ist Nummer 1. Hier auch noch so einen kleinen Rest. Den wickelt ihr einfach von hier hinten, also einmal falten. Dann von hinten nach vorn, das wissen ja die meisten. Und dann die beiden Enden durch die Schlaufe. So, durchziehen. Ups. So, und dann ist euer Anhänger schon fertig. So, Moment. Das ist der Anhänger. Schön scharf stellen. Und wenn ihr aus dem kleinen Anhänger eine Karte machen wollt, dafür habe ich einfach die Kartengrundlage in Weiß genommen. Dafür einfach eine ganz normale Kartengrundlage mit der Breite von 10,5 und der Länge von 14,85. Die wird halbiert. Schön mit dem Falzbein andrücken, sonst gibt es Falten. Und als Deck habe ich jetzt wieder das passende Lodengrün gewählt. Das ist einfach 10 mal 13,85. Wir machen es vielleicht noch ein bisschen schmaler. Das mache ich mal 9,5, glaube ich. Das gefällt mir besser. Also 9,5. So, das klebt da einfach auf. Einfach mittig aufkleben. Und hier fehlt noch ein Bändchen. Ja, wir gehen auch gut. Diverse Restbänder, die ihr so habt. Manchmal hat man ja so kleine Stückchen, die aber zu schön sind, um sie wegzuwerfen.
Also eigentlich wirklich eine gute Resteverwertung, diese Karte. So, die müssen wir noch ein bisschen kürzen. Ein bisschen arg lang. Das klebe ich einfach direkt wieder auf. Und ein bisschen schräg. So, jetzt könnt ihr das schon stempeln. Wer es gerne noch ein bisschen gepimpt haben möchte, der nimmt sich einfach seinen Rest Weiß, stempelt da den Spruch wieder drauf in Lodengrün. Noch ein bisschen verwischt. Und den stanze ich jetzt einfach aus mit 1 Inch, also einfach passend zu eurem Spruch. Und eine Nummer größer, bei mir ist das ein Viertelkreis, mache ich mir nochmal ein Gold passend. So. Und die klebe ich jetzt mit Abstandshalter übereinander. Das könnt ihr hier einfach direkt aufkleben. Oder wer es ein bisschen mehr mag, noch ein Band drunter. So, aber so geht es am schnellsten. Und schon seid ihr fertig. Man kann die Bäume auch andersrum aufkleben. In umgekehrter Reihenfolge von unten nach oben oder von oben nach unten. Und mit ein klein bisschen Gold und Band wird es eine hübsche Karte oder genauso gut ein toller, schneller Geschenkanhänger. So, dann viel Spaß beim Basteln und viel Spaß beim Verschenken. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Ciao, eure Manu.